So, also ist jetzt auch die Stadion Atmung etwas runtergefahren. Ja, also wir freuen uns auf diesen Legends Cup, präsentiert von Autohaus Deckard. Das erste Spiel ist natürlich direkt ein Kracher zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern. Ja, vielleicht wird es ja nächste Saison im Ligabetrieb dieses Spiel wieder geben. Nach langen, langen Jahren wieder FCS gegen FCK. Aber heute, ja, haben wir erstmal das hier beim Legends Cup und beim FCS ja kurz durchgesagt, ja. Mit Markus Mann, dem heutigen Sportdirektor vom 1. FC Saarbrücken. Micha Petri, der damals zum FCS gekommen ist, als FCS in die Oberliga abgestiegen war. Jetzt gerade Jörg Kreb am Ball. Bundesliga-Zeit natürlich. Nachher auch mit Leverkusen Champions League gespielt. Ja, unser Keeper, der eigentlich nie für den FCS gespielt hat. Nur für Bübingen. Ja, also wir haben einige Leute da drin, genau wie der FCK. Jetzt gerade Silvio Meissner. Den kennt man auch von der Frankfurter Zeiten. Oder Arminia Bielefeld. Der ist mit dabei. Marco Reich, ehemaliger Spieler vom DFB, gerade auch mit am Ball gewesen. Also es wird ein hochklassiges Turnier werden. Und der Markus, ja, Ole, da muss man zeigen, was er kann. Ja, auf jeden Fall. Die Saarbrücker, das sieht man schon von Anfang an, die wollen hier was reißen. Sie gehen die Sache mal, wie ich sehe, richtig an. Ja, auf jeden Fall, weil das Ding, diesen Cup, diesen Pokal, den will jeder gewinnen. Ja, schön, der ist golden. Und er passt in jede Vitrine rein. Nein, wirklich. Und jetzt kommt das Schneepflöckchen beim FCS. Ja, der ist auch Trainer bei der zweiten bzw. der Frauenmannschaft. Ja, da lacht er. Und der Teil lacht, da geht eh die Sonne auf. Taifudiane jetzt mit an Bord. Und ja, Markus Mann bringt den Ball erstmal weiter auf die rechte Seite. Ja, wie gesagt, nochmal zum Reglement. Die ersten beiden der Gruppe kommen weiter, bilden dann das Halbfinale und dann kommt das Finale und Spiel um Platz 3. Es wird gespielt 2x10 Minuten und jetzt gespielt knapp 2 Minuten 20 Sekunden und Lautern im Ballbesitz. Marco Reich, ja, den kennt jeder, der ist jetzt gerade am Ball, geht in Richtung Strafraum des 1. FC Saarbrücken. Aber erstmal abgefangen. Ja, ich bin gespannt. Die beiden geht erstmal behutsam an, aber der Teil aus der zweiten Reihe. Das ist ja auch hier einer, der mal das Tor des Monats geschossen hat. Unser Schneeflöckchen, unsere Nummer 16, den wir ja so gerne im Verein haben. Da spielt ein bisschen parteiisch momentan bei dieser Partie. Es sei mir verziehen, aber wenn ein Schneeflöckchen auf dem Feld steht, dann muss man das einfach sein. Ja, und der FCS jetzt mit Markus Mann, unserem heutigen Sportdirektor. Ja, er verlangt viel von der Truppe heutzutage, also muss auch viel zeigen. Sag mal, muss er ihn jetzt am Ball? Und er macht den Kopf! Also, sag mal, muss er ihn eigentlich für die Geschichten, die sein wurde? Ja, auf jeden Fall hat er sehr übersichtlich die lange Ecke anvisiert, ohne mal festzuschießen, einfach platziert, unerreichbar für den Torwart. Ich würde sagen, hochverdient, ne? Ja, also, wer soll uns jetzt noch stoppen, oder? Ja, aber was mir auffällt, ist die ersten Minuten, man sieht schon, dass die ballsicher sind, die Spieler. Ja, und jetzt wird es auch schon ein bisschen hektischer nach, der nach dem Rückstand. Dunkelrot verlangt lila und schwarz für dieses Foul an Taifudiane. Nee, ist okay. Es geht fairerweise natürlich jetzt weiter mit einem Freistoß für den 1. FC Saarbrücken. Ja, Krebs! Auf Taifu und er macht es schnell über Nico Weißmann. Ja, auf die rechte Seite gespielt nochmal. Jörg Kreb und Nico Weißmann jetzt an der Ecke, an der Kante. Ist ja kein Futsal. Hier wird noch ehrlicher Hallenfußball gespielt. Da gibt es keinen Aus. Nein, da wird immer weiter gekickt. Ja, Ball erstmal zurück zum Keeper. Und wir haben genau, ja, genau 5 Minuten gespielt, hätte ich fast gesagt. Nein, nicht mal das Ganze in der ersten Hälfte dieses tollen Legends Cups 2018. Der 1. FC Saarbrücken führt standesgemäß mit 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ball ist in der Ecke beim FCS. Der müsste sich ein bisschen befreien. Ball kommt auch ins Mittelfeld. Aber ja, Dimitri Jewitz jetzt auch mit dabei. Ja, Volski gepfiffen somit. Der FCK mit Reuter. Ja, der hat auch beim FCS ein ganz, ganz wichtiges Tor geschossen. Für den FCS gegen Eintracht Trier bei diesem 1:1, was bedeutet hat, dass wir nicht absteigen. Also, das sind schon Legenden. Auch bei den anderen Mannschaften einige, die mal für den 1. FC Saarbrücken gespielt haben. Micha Petri jetzt schön auf die rechte Außenbahn gelegt.
zu Nico Weißmann. Fulminanter Schuss, aber geklärt ins Aus. Und es gibt einen Wurf, beziehungsweise ein Schuss für den ersten FC Saarbrücken. Von der rechten Seite macht es Jörg Kreb, der ja heutzutage für die D-Junioren unter anderem zuständig ist beim ersten FC Saarbrücken. Ich weiß es ganz genau, weil er mit seiner Truppe auch mal gegen meinen Sohn gespielt hat und seine Mannschaft. Ja, Olo, Hallenfußball, das fordert doch Kondition, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, weißt du überhaupt, ob die Saarbrücker ein kleines Trainingslager gemacht haben? Also, so haben die auch mit Sicherheit ja noch nicht zusammengespielt. Ja, nee, aber scheinbar soll es halt ad hoc gelingen. Und bis jetzt? Ja, absolut. Ja, also was man hier jetzt so sieht, die ersten 5 Minuten, spielt die Saarbrücker hier richtig gut mit. Also, das sieht nach Hallenfußball aus. Absolut. Und mit Micha Petri, der ist hier noch topfit. Markus Mann auch so weit, auch so ein kleines Bäuchlein, den kennt man bei Markus schon. Aber er ist noch giftig wie eh und je. Aber die Frisur sitzt bei unserem Markus Mann. Schuss aus der zweiten Reihe vom FCK. Also die erste richtige Offensivaktion, aber direkt unterbunden. Weiterhin 1:0 für den ersten FC Saarbrücken. Noch 3 Minuten 40 zu spielen hier im ersten Spiel des Legends Cup 2018. Hier in der Saarbrücker Saarlandhalle. Sabah Mosain mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Wie gesagt, er wird ja für die zweite Mannschaft ab der nächsten Saison zuständig sein. Er auch in der Oberliga und in der Regionalliga gespielt für den ersten FC Saarbrücken. Ja, nach quasi dem Neubeginn, als der FCS 2008 abgestiegen war. Und das gibt sie jetzt. Ein Timeout. Der Schiedsrichter hat es angezeigt. Ja, okay, also ein Freistoß für den ersten FC Saarbrücken. Sie waren auch, glaube ich, ein Mann mehr auf dem Feld. Scheinbar. Aber der Ole, unsere Aufmaschine, ihr kennt wahrscheinlich die Aufmaschine. Ja, statt 2 Minuten hat es jetzt eine gelbe Karte gegeben. Also Ole entgeht nichts hier beim Legends Cup. Hier in Saarbrücken, in der Saarlandhalle. Gelbe Karte für Thomas Riedel. Freistoß Saarbrücken, Mosai macht direkt. Ja, die Freistöße die zählen ja auch nur indirekt in der Halle. Ja, das hätte er mal wissen müssen, lieber Ole. Ja, also Ole kennt sich nicht nur aus, was den Blickwinkel betrifft, sondern auch mit dem Reglement, was den Hallenfußball betrifft. Jetzt Petri gegen Marco Reich, aber der verteidigt ihn mal gut. Lupft ihn hinein, aber gut abgefangen, Ole mal schnell gemacht. Dimitrijevic, und er fällt etwas hin. Der Rasen scheint nicht nass zu sein. Nein, wir sind hier in der Halle auf rechts auf Sabah Mosain. Ja, der mit der linken Klebe, momentan noch zuständig für Rüstung Völklingen. Auf Taifudiane, nochmal zurückgespielt. Also, das macht mir jetzt schon Spaß hier, dieser Legends Cup. Wie gesagt, pro Gruppe 3 Mannschaften und die ersten beiden kommen weiter. Die Halle hier in Saarbrücken ist picke, backe voll. Wie gesagt, Autohaus Deckert, der Hauptsponsor dieses Turniers. So ein Turnier geht halt nur mit Sponsoren. Und ja, es ist wirklich fantastisch, was hier auf die Beine gestellt worden ist von Michael Haubrich und seiner Truppe. Es macht jetzt schon Spaß. Der Ball ist jetzt ein bisschen hinten in der Abwehr des FCS. Ja, Nico muss sich da durchspeisen. Ah, bringt den Ball nochmal zurück auf Tai jetzt. Wenn der Diana-Ball ist, da kann es nur gut werden. Auf Hosain. Der probiert die Bande zu nutzen. Wie gesagt, jetzt heutzutage wird ja meistens dieses Futsal gespielt. Da gibt es ja keine Bande, gar nichts. Aber hier ehrlicher Hallenfußball, den wir zu sehen bekommen. Von Legende, wie gesagt, weit über 2000 Bundesligaspiele hier in der Saarlandhalle zu sehen, und es macht einen Spaß. Nico Weißmann jetzt, ja, der ist zuständig jetzt für die Jugend mittlerweile beim ersten FC Saarbrücken, hat ja auch fast alle Vereine im Saarland durchgespielt, ob es Elversberg war, Saarbrücken etc. pp. Aber er ist wieder zu Hause bei seinem Heimatverein. Timo Wenzel war gerade am Ball, ja. Seine letzte Profistation waren die Elversberger. Jetzt auch wieder am Ball der Timo Wenzel, nochmal auf die rechte Seite gespielt, jetzt alles in Höhe der Mittellinie, da war gerade Silbermann Meissner am Ball, ja, jetzt ein Ball aus dem Rückraum, aber jetzt könnte es mal schnell gehen über Jörg Kreb, ja, Sitai, nochmal auf, rechts auf Jörg Kreb, oh, das ist doch total frei, ja, der macht es, oh, elegant, und da weiß man, der zimmert den Ball unter die Latte, Heiner Witzka, aber dass diese Vorarbeit, die wird man auch gerne noch mal beim FCS sehen, oder? Ja, absolut super. Herausgespielte Chance. Natürlich müsste ihn jetzt machen. Das wäre das Übelchen gewesen bei dem Spielzug. Aber ich bin mir sicher, die Saarbrücker spielen sich noch die eine oder andere gute Torchance raus, und die werden das Spiel nach Hause bringen. Da bin ich mir sicher.
Also, wir sind hier wirklich allererste Sahne des Fußballs. Und wenn ihr jetzt genau zuhört, diese Musik, wenn die Musik kommt, läuft die letzte Minute einer Halbzeit. Und das ist schon längst geschehen. Noch 18 Sekunden, der FCS spielt hier mit 1:0 gegen Kaiserslautern. Und Mosain vielleicht nochmal probiert Weißmann anzuspielen. Gelingt, aber jetzt müsste es schnell gehen. Noch 8 Sekunden, 7, 6, Jörg Krebs spielt nochmal zurück. Teilnehmer auf die Seite. Nein, das wird's gewesen sein! In Halbzeit ein. In einer Partie, ja, sehen wir, Meister beschwert sich. Also ihr merkt, das ist nicht alles ohne Biss hier. Also die Leute wollen hier gewinnen. Der FCS führt hier mit 1:0 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Halbzeit 2. Dann melden wir uns natürlich pünktlich zurück. Also bis gleich. Unterschriften holen hier von Norbert Nachtmeier, Alex Schuber und wie sie alle heißen. Und jetzt sind wir in der zweiten Halbzeit. FC Saarbrücken 1, Kaiserslautern 0. Weiter geht's. So sieht's aus. Also, falls ihr noch irgendwie kommen wollt, ja, vielleicht gibt es noch ein, zwei Karten, aber sonst ist die Halle hier pickepacke voll. Es ist wirklich ein perfekter Rahmen für die Wiederauflage eines AHA-Turniers hier in Saarbrücken. Und der FCS führt hier mit 1:0 im ersten Spiel dieses Turniers gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ja, wir haben hier wirklich tolle Mannschaften. Ich sag's nur ein paar Namen. Mannschaften, ja, langt eigentlich auch schon mit Dortmund, Gladbach, Schalke etc. pp. Aber ja, eben gerade wird angekündigt, ob zum Beispiel Alexander Schuhe, Falkenmeier, sind wirklich Legenden hier am Start. Und Saarbrücken muss auch gerade aufpassen und macht das perfekt. Damit der Mosein jetzt geschickt. Ganz schnell. Müsste links spielen. Und Petri! Aber der kommt nicht mehr an die Pille. Stattdessen Thorsten Reuter, der das Leder erstmal weitergibt an Bucke. Ja, da muss der Weißmann jetzt auch mal zeigen, was er noch drauf hat, der Nico. Unsere Nummer 4 beim ersten FC Saarbrücken. Aber es geht weiter mit einem Eckball. Da steht der Riedel parat. Ja, direkt in die Mitte gespielt. Ball im Aus. Also der FCS muss sich erstmal ein bisschen befreien da hinten, Ole. Ja, auf jeden Fall. Man hat auch in der Halbzeit gesehen, dass die Lauterer mit ihrem Spiel nicht ganz zufrieden waren. Die haben sich doch schon ein bisschen angepusht und sich ein bisschen aufgebaut, dass da mehr kommen muss. Und das zeigt die ersten Minuten hier in der zweiten Halbzeit. Ja, also wie gesagt, das wird hier keine einfache Kiste werden hier für den FCS. Die wollen natürlich den Gruppensieg. Die werden natürlich bombastisch unterstützt, aber nicht nur der erste FC Saarbrücken. Nein, nein, nein. Es gibt ja auch Fanclubs von Gladbach, Dortmund und auch von Kaiserslautern. Schalke, jetzt ist hier alles vertreten. Jetzt, ja, guter Angriff auf die rechte Seite gespielt von Jörg Reb. In die Mitte von Nico Weißmann. Ball immer noch im Spielfeld. Die Lauterer probieren sich jetzt zu befreien, aber Nico macht das gut. Der Ball ist wie früher, dieser Wadenbeißer Nico Weißmann. Ja, früher hat er die Nummer 10 getragen, heute die Nummer 4. Falls ihr euch nicht so mit den Regeln auskennt, ein Torhüter, vier Feldspieler. Einer unter anderem ist der Marco Reich vom FCK, die Nummer 4, der es gerade probiert hat aus der zweiten Reihe, aber noch abgewehrt. Thorsten Reuter, wie gesagt, auch einer mit FCS-Vergangenheit, spielt den Ball auf Reich, aber gut abgefahren. Ja, Latei, der hat Gefühl im Füßchen. Macht's auf Sammer und da Nico! Ja, Nico Weißmann, der macht das 2:0 für den ersten FC Saarbrücken. Eingeleitet durch Weißmann. Auf Mosain, ja, wunderbar gemacht. Also, 2:0 für den ersten FC Saarbrücken. Und wie kann es weitergehen? Ja, was ist denn so? Bums, bums, 2:1. Weil noch keiner am Tor war so richtig, ne? Also ich glaube, das hat niemand so richtig mitbekommen von uns. Ne? Auf jeden Fall. Wir wie die Saarbrücker Spieler. Übermitteln, 2:1. Ja, da wird der Micha von hinten von Meißner angesagt. Ja, sagt Trikot ziehen. Heiler Witzka. Hat der Micha hinten Hände? Nein. Naja, auf jeden Fall Freistoß für den FCS. Der Markus, der kann es auch. Der kann es auch. Links wie rechts. Mal sehen. Dimitrijevic, mal schauen, wer es macht beim ersten FC Saarbrücken. Kurz gespielt. Markus, aber ja, da schießt mein Sohn ja fester. Mensch, Markus, was hat denn das ein
Schüsschen Lautern mit Riedel über die rechte Seite. Etwas verzogen. Aber Wenzel für Lautern zurückgespielt auf Silvio Meissner auf die rechte Seite. Auf Riedel. Ja, 1 gegen 1. Schuss aus der zweiten Reihe. Aber zu zentral. Kein Problem. Jörg Reb am Ball. Nochmal zurückgepasst zum Keeper auf Markus Mann. Die 8 wie früher beim FCS. Hat er sich ausgewählt. Ja, der Riedel mit auch so einem kleinen. Ja, Foulspiel. Aber Schnee hat es nicht gesehen. Also geht es weiter. Beim Hallencup sind ja 2 Schiris an den Außenlinien. Wenn man das so sieht, die braucht man auch, oder? Ole? Ja, auf jeden Fall. Das geht ja doch zügig hin und her. Und man will ja auch immer auf Augenhöhe sein. Ja, es war kein Handspiel. Bekommt er an die Hand geschossen. Auch faul. Das war für mich Foulspiel. Und oh! Also für mich zweimal faul und hier müsste es 2 Minuten für Reich geben. Also das muss jetzt nicht sein, an der Ecke hier den Weg zu brechen. Aber da sieht man mal, dass da schon noch Ehrgeiz dahinter steckt. Bei den Partien hier. Also, mein lieber Mann, also das geht hier wirklich zur Sache. Ne? Also Hut ab. Das erste Ding hat schon gepfiffen. Das zweite war Markus Mann eh. Naja, also wie gesagt. Ja, hört ihr vielleicht Absteiger. Absteiger bezieht sich natürlich auf die Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern, die momentan nicht so gut stehen in der Liga. Und jetzt könnte es schnell gehen für den FCK nach diesem, ja, bisschen von Markus Mann direkt in die Hände des Keepers. Aber der FCK steht schon nochmal hinten gut. Nico macht dicht, Sammer macht dicht, Kai macht dicht. Ja, er macht dicht, spielt zurück. Und der Markus spielt nach vorne. Direkt in die Hände des Keepers. Noch 5 Minuten. Also 5 sind schon absolviert. Und der FCS führt hier mit 1:0. Schuss aus der zweiten Reihe von Silvio Meissner. Aber auch nochmal gut geblockt. Und Lautern in Ballbesitz. Ich bin auf die Linke rum. Timo Wenzel. Ja, zeigt dann ruhig. Das ist langer Pass in Richtung Silvio Meissner. Wie gesagt, der war auch mal aktiv. Für die Frankfurter Eintracht auf die rechte Seite gespielt. Ja, aber das ist der Markus. Passt auch gut auf Kai. Ja, der dreht sich schnell. Schade. Hätte er lieber nach links gespielt. Und jetzt ist nämlich hinten der Pol auf. Aber der Samir passt gut auf. Ja, ein englischer Stürmer, aber macht es gut. Aber der Meissner mit seiner ganzen Erfahrung stellt seinen Körper zwischen Ball und Gegner. Und dann hat der Samir auch keine Chance. Aber die Zeit spielt ausnahmsweise mal für den FCS, Ole, oder? Bringt ja da noch was an? Ja, da sind noch gute 4 Minuten und da kann noch sehr viel passieren. Also ich hoffe, dass wir jetzt nachlegen und das dritte Tor machen. Das sieht jetzt danach aus, jetzt leider nicht. Und mittlerweile ist der Marcel Schuck da. Die Nummer 12 auf dem Platz. Ja, er ist ja heutzutage Trainer von Hallberg Brebach. Der Marcel Schuck auch mit ihm. Ja, der hat so eine richtig geile linke Kleber. Ich verstehe nie, dass was ihm noch mehr geworden ist, dass er jetzt viel mehr drauf gehabt, auf jeden Fall. Aber er ist mittlerweile Trainer bei Hallberg Brebach. Und jetzt macht er die Vorbereitung zum 13. im FCS durch Schneeflöpfchen. Da ist nur die Ahnung, das sah gut aus. Ja, einmal zwei, so muss es weitergehen. Geil. Ja, und Rex sind die Fans da. Den Torschützen, die 16, unser Schneeflöckchen, Taifur, die Erde. Also das wäre echt ein Schneeflöckchen-Türchen. Also, jetzt ist noch knapp 3 Minuten hier beim ersten Spiel, beim Legends Cup 2018 präsentiert vom Autohaus Deckard und FCS 4 hier. Mit 3:1, langer Pass auf Marco Reb. Und hier wird skandiert gegen Saarbrücken. Kann man mal verlieren, ja. Das passt am besten zurzeit auch in die Regionalliga, wo der FCS ja scheinbar momentan jede Mannschaft besiegen kann. Jetzt mal ein Schuss von Thomas Riedel aus der zweiten Reihe, aber auch kein Problem mit dem FC. Die spielen es jetzt wahrscheinlich gut aus. Mit Schucki, mit dem seiner Figur, der könnte heute noch erste Mannschaft spielen. Unglaublich, Markus. Ja, der ist jetzt dabei. Markus Mann, Schuss aus der zweiten Reihe. Ball nicht festgehalten worden vom Keeper. Und jetzt, ja. Aufpassen, Riedel über die rechte Seite. Spielt Marco Reich an. Ah, Petri hat aufgepasst. Ja, Kreb aber nicht. Nochmal Schuss aus der zweiten Reihe. Aber gut gehalten. Marco Reich nochmal. Oh. Ja. Hätten wir noch verteidigen können, lieber Jörg Kreb. Aber
Hille ist drin, nur noch 3:2 hier beim FCS gegen den FCK. Noch eine Minute 47 zu spielen. Also, lieber erste FC Saarbrücke. Michael Petri jetzt dabei. Nimmt die Bande mit. Sagen wir mal, jetzt auf der linken Seite. Gegen die Fohlen. Ball. Und jetzt, ja. BVB gegen Borussia Mönchengladbach. Ihr hört ja gerade das nächste Spiel BVB gegen Gladbach. Ja, es gibt, ja, wie soll man sagen, uninteressante Spiele als BVB gegen Gladbach. Also bleibt dran hier beim Legends Cup 2018 in Saarbrücken bei der Wiederauflage des AHA-Turniers. Und jetzt geht der Keeper außerhalb des Strafraums. Darf er das? Hashtag eigentlich nicht. Aber es wird drüber hinweggesehen. Thomas Riedl jetzt am Ball. Die rechte Seite gespielt. Ja, die läuft die Zeit davon. Ihr hört die Musik. Vorteil. Nico guckt den Sommer aus. Er sieht ihn. Spielt nochmal ab. Jungs, das hättet ihr klar machen müssen. Das war ein Pässchen zu viel. Und der FCK hat nochmal die Möglichkeit. Noch 44 Sekunden zu spielen. Ja, ja, das war ein Rückpass. Das war ein Rückpass. Also gibt es indirekten Freistoß für den FCK. Also welch eine Dramatik schon im ersten Spiel hier beim Legends Cup 2018. Und Dieter Ferner, der schäumt ja vor Wut quasi, ja, an der Bande, Ole. Das ist auch ärgerlich. Du hast 50 Sekunden die Chance zum 4:2 und dann im Gegenzug musst du aufpassen, weil du die Chance nicht nützt, dass es nicht zum Ausgleich kommt. Also, aber jetzt müssen wir Daumen drücken, Ole, weil ja, Marco Reich, der kann schießen. Ich glaube, der wird es auch direkt probieren. Weil viel Zeit bleibt ja nicht mehr hier. Noch 38 Sekunden offiziell. Marco Reich an die Bande. Ball ist noch nicht aus der Gefahrenzone raus. Noch immer nicht. Welch eine Dramatik hier im ersten Spiel des Legends Cup. Der Ball ist jetzt erstmal raus. Wenzel! Und da ist es. Und auf die Kopfhörer. 22 Sekunden zum Ende der Partie. Bastiro Wenzel den Ausgleich. Auf zweiter Reihe muss direkt weiter gucken. Weil der FTS, nein, das war nicht Reuter, das war Wenzel. Da bist du ganz, ganz sicher. Da haben die was Falsches eingeblendet. Es war definitiv Timo Wenzel. Aber jetzt ist der FC auf dem Feld. Wow, 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 wow. 3:3. Erste Partie ist zu Ende. Ja, Kaiserslautern erkennt sich ein 3:3.